Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video, ich sag's gleich vorab, habe ich vermutlich ein Dupe zur neuen Jeffree Star Bloodlust Palette und zum Highlighter und noch weitere High-End Dupes, denn ich habe ein Video in Zusammenarbeit mit Cosmetic for Less. Ich durfte mir ein paar Sachen aussuchen und habe mich inspirieren lassen von den neuen Produkten von Makeup Revolution an High-End-Produkten, die Makeup Revolution eventuell gedupt hat. Und das werden wir heute ausprobieren. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf und habt ein bisschen Spaß. Und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Freunde, falls ihr neu seid, ich bin Maxim, ich lade dreimal die Woche hoch, manchmal auch viermal, je nachdem, aber meistens dreimal. Und ich würde mich freuen, wenn du zur Giacomo Army dazugehören würdest. Wir sind stetig am Wachsen. Ich bin unglaublich dankbar und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Bevor ich es vergesse, ich habe es bei Instagram schon gesagt, aber es haben nicht alle aus der Community Instagram. Deswegen wollte ich euch kurz ein Update zu unserer Spendenaktion geben. Wir haben $327 eingenommen. Das sind ungefähr 290 Euro und ich habe gestern das Geld an Australien gespendet. Ich habe $499 gespendet. Ich habe ein bisschen mehr raufgetan und ja, ich wollte mich nur noch mal bei euch da persönlich bedanken für euer Vertrauen und dass wir das als Community geschafft haben. Wir sind als Beauty-Community, werden wir immer so dargestellt, als wären wir total oberflächlich und das Einzige, worüber wir uns unterhalten und was uns interessiert, ist Schminken. True zum Teil, aber wir haben was bewegt und $500 sind eine ganze Menge Geld. Und das haben wir als Community gemeinsam geschafft und deshalb vielen, vielen Dank dafür. Und ich sitze schon dabei und probiere einen neuen Plan für euch zu machen. Jetzt, Freunde, kommen wir aber zu den Produkten, denn ich habe hier eine volle Kiste mit neuen Produkten von Revolution. Wie gesagt, Cosmetic for Less war so nett und hat mir die Produkte zur Verfügung gestellt, dass ich dieses Video für euch machen kann. Ich setze euch alle Produkte einmal unten in die Infobox und ich glaube, hier sind ein paar Highlights mit drin, denn ich habe da ein paar Produkte schon getragen in den vergangenen Videos, einfach um sie vorher schon ein bisschen zu testen. Und jetzt kommen wir wirklich zu dem, weswegen wir hier sind. Wir schminken uns. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, womit ich anfangen soll, denn es sind ein paar Produkte, die ich noch nie benutzt habe und ich nicht weiß, wann ich die richtig anwenden soll. Deswegen glaube ich, fange ich erstmal mit dem ersten Produkt an. Das ist dieses Skincare-Set hier. Das ist das Mini Essence Spray Collection Hello Hydration. Hier sind drei Sprays mit drin und wir haben hier einmal das Super Fruit Replenishing Essence Spray, ein Regenerating Essence Spray mit Rosehip. Hibiskus? Nicht Hibiskus. Hier, wer heißt das? Diese rote Beere da, die man sich hinten reinmacht. Ihr wisst, was ich meine. Also hier hinten, so Juckpulver-mäßig. Und einmal Hyaluronsäure. Ich glaube, wir probieren heute mal so ein bisschen als Pflege die Hyaluronsäure. Ich habe sie auch schon benutzt. Ich mag die ganz gerne. Sie sind ein bisschen parfümiert, aber für so einen leichten Touch von Frische ist das eine schöne Sache. Ich kann mir vorstellen, dass die Produkte, wenn es ein bisschen wärmer wird, jetzt richtig schön sind, wenn man die in den Kühlschrank stellt und dann vor Make-up einfach ins Gesicht gibt. Das erfrischt gut. Ich lasse das so ein bisschen einziehen und möchte jetzt zu einem Produkt kommen, was mich zu diesem Video inspiriert hat. Denn Revolution hat jetzt die eigene Version der Soap Brows rausgebracht. Kommt einmal in so einem Rose Gold Packaging. Und ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen, im letzten Jahr war so dieser Soap Brow Trend richtig am Hypen. Und ich habe es nicht verstanden, warum ich mir ein Stück Seife für 30 Euro kaufen soll, wenn ich einfach ein Stück Seife aus der Drogerie nehmen soll. Ich habe es nie gemacht, weil ich dachte mir, wie soll ich das machen? Ich mache meine Augenbrauen ja mittlerweile nach der Foundation und dann habe ich Seife in der Foundation. Aber wir probieren das Ganze jetzt mal aus. Es kommt in so einem quadratischen Rose Gold Tiegelchen und hier drin ist tatsächlich Seife und so ein Bürstchen. Und wir probieren das Ganze erstmal aus. Ich hole euch mal ein Stückchen heran. So, ihr seid schön nah dran. Ihr könnt sehen, meine Augenbrauen, ja, also ehrlich, aua, ehrlich gesagt mache ich da nicht so viel. Ich probiere jetzt erstmal dieses Bürstchen hier. Das ist wie so eine Zahnbürste. Und ich gehe da jetzt, steht da irgendwas drauf, wie man das machen soll? Den Applikator befeuchten und mit etwas Seife aufnehmen. Sanft in die gewünschte Richtung auf die Brauen auftragen, um einen 3D-Look zu erstellen. Man kann sie auch ohne Wasser benutzen. Ich mache es mal ein bisschen feucht. Und nehme dazu jetzt hier dieses Hyaluron-Spray. Und dann gehen wir hier einmal durch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe noch nie Soap Brows gemacht, deswegen First Impression. Man nimmt so ein bisschen auf. Und dann gehe ich jetzt einfach mal hier durch. Aua, das Bürstchen ist schmerzhaft. Ich nehme mal einen anderen Spoolie. Und jetzt bürste ich mir das einfach hier so hoch. Man soll das ja wohl so richtig ranpressen.
Ach krass. Okay, ich glaube, ihr könnt einen Unterschied sehen, dass die Haare hier komplett nach oben gebürstet wurden. Ich weiß nicht, wie lange das hält, aber ich gehe noch mal so ein bisschen rüber und man kann das wirklich richtig schön ranpressen. Das sind halt jetzt diese Feathered Brows, diese federigen Brauen. Und im Unterschied finde ich das gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Vielleicht für so ein... es fühlt sich auch an, als hätte ich was drauf. Aber ihr könnt einen Unterschied sehen und es fühlt sich recht spannend an auf dem Auge. Und ich mag den Effekt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür ein Soap-Brow-Produkt brauche, weil... Doch, brauche ich schon. Weil mit dem Benefit 24 Hours Brow Setter funktioniert das so nicht. Ich kann im Nachhinein das nochmal fixieren, aber das ist eine coole Sache. Also, wer auf diesen Soap Brow Trend steht, ich glaube, das ist eine gute, günstige Alternative zu dem teuren. Ich glaube, das teure kostet 30 Euro für ein Stück Seife. Girl. No. Geh jetzt hier einfach nochmal durch. Und man muss so ein paar Schichten aufbauen, bis man wirklich das Produkt hier aufgetragen hat. Cool, cooles Produkt. Also dafür, dass es so günstig ist, funktioniert das sehr, sehr gut. Dann habe ich ein Produkt, was ich ganz spannend finde, denn ich hatte euch vor einem halben Jahr, glaube ich, von Tatcha den Silk Canvas Primer gezeigt. Dann kam Elf mit einem Dupe raus und jetzt gibt es von Makeup Revolution bzw. von Makeup Obsession dieses Produkt hier. Das ist das Natural Matte Coverage Pore Perfecting Putty Primer Ding. Und das probieren wir jetzt mal aus. Öffnet sich genauso wie das Ding von Elf. Es sieht genauso aus wie das Ding von Elf. Und es fühlt sich genauso an wie das Ding von Elf. Ich könnte schwören, das ist das Ding von Elf. Gib mir das hier in meine T-Zone rein und arbeite das wirklich schön in die Poren. Ich habe hier ein bisschen weißen Nagellack am Finger. Und ich habe keinen Nagellackentferner zu Hause. Ich muss nachher einen besorgen. Ich habe nämlich meine Tür lackiert. Also die Scharniere. Okay, also es fühlt sich sehr, sehr, sehr gut an. Also es fühlt sich schon silikonig an, aber nicht so zugestopft, sondern eher so ein bisschen feucht. Ich glaube, das ist sogar günstiger als das von Elf. Wie gesagt, ich setze euch alles unten in die Infobox. Fühlt sich gut an und hat so ganz leicht ausgeblurrt die Haut. Hier ist noch so ein Spatel mit dabei gewesen. Okay, den habe ich jetzt nicht benutzt, brauche ich nicht. Das Schöne bei Cosmetic for Lesbians ist, dass ich vieles auf einmal gleich an einer Stelle habe. Das ist so ein Ding, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ist eine coole Sache, glaube ich. Ich denke mal, dass das sich gut mit der Foundation verbinden wird. Deswegen, nice. Eine neue Foundation habe ich nicht, aber ich habe hier einen Schwamm. Das ist dieser Precision Diamond Schwamm. Der ist noch ein bisschen feucht. Habe ich gut ausgedrückt. Und damit werde ich mir jetzt mal ein bisschen die Foundation auftragen. Also der hat hier keine gerade Kante, sondern der ist ganz leicht angerundet und hat halt schön viele Ecken, mit denen ich sehr, sehr präzise hier an meine Augen gehen kann. Das finde ich eine gute Sache. Deswegen werden wir den jetzt mal ausprobieren. Ich benutze heute die Fenty Foundation. Die steht hier und ich probiere die so ein bisschen leer zu machen, weil ich sie im Alltag halt nicht trage. Und dann schauen wir mal, was das Schätzchen hier kann. Okay, es ist ganz ungewohnt tatsächlich, diese Form zu benutzen, weil so eine Rundung fühlt sich halt nochmal anders im Gesicht an. Aber hiermit könnt ihr wesentlich schneller und großflächiger arbeiten. Ach so, ich muss ja jetzt aufpassen wegen meinen Augenbrauen. Egal, dann gehe ich da gleich nochmal durch. Seht ihr, das ist das Ding, was ich meine. Man vergisst das so schnell. Also ich zumindest. Okay, Freunde. Es gibt neue Concealer, beziehungsweise einen neuen Concealer von Makeup Revolution. Den hatte ich euch schon mal gezeigt. Das ist der Conceal and Define Infinite Concealer. Der soll 20% mehr Pigment drin haben. Ich gehe da nun ein ganz kleines bisschen lang. Denn ich benutze einen anderen von Makeup Revolution sehr, sehr gerne. Den habe ich mir auch wieder nachbestellt. Das ist der Conceal and Hydrate Concealer. Das ist einer der besten Concealer, die es aktuell gibt für mich. Ich komme damit super, super gut klar. Der ist wunderschön unter den Augen. Er ist sehr, sehr feucht. Man muss ihn gut setten, weil sonst rutscht er weg tatsächlich. Aber das ist bei diesen Hydrating Concealern eigentlich immer der Fall. Und den habe ich in der Farbe C6. Und den gebe ich mir hier unter meine Augen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich ein Aufgebraucht-Video machen kann. Hier habt ihr eins. Also ich habe sogar schon den Stöpsel hier rausgenommen bei dem Concealer, weil der leer war. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich mir den jetzt hier noch mal bestellt habe. Ich probiere euch so aufgebrauchte Produkte halt lieber in so einem Video zu zeigen. Und dann habt ihr auch gleich ein Feedback zu meiner Meinung zu einem Produkt. Ich finde, so ein Aufgebraucht-Video ist bei mir sehr schwierig. Ich zeige euch lieber mal so ein Produkt zwischendrin. Aber das ist einer meiner absoluten Lieblings-Concealer. Vor allen Dingen auch so ein bisschen gemischt mit dem Tarte Shape Tape. Der Infinite Concealer kommt dem Tarte Shape Tape schon sehr nah ran. Auch von der Trockenheit und von der Deckkraft her. Aber ich blende den jetzt hier erstmal aus. Falls ihr es miauen im Hintergrund hört, ich habe hier an meinem Haus eine Katze, die jeden Morgen an meiner Gartentür steht.
Okay, und mit der Spitze, das ist gigantisch. Also das ist eine tolle Sache. Man ist halt super, super, super präzise hier. Ich gehe jetzt nochmal mit einem anderen Schwamm kurz hier so ein bisschen rüber, weil der Schwamm von Makeup Revolution, der saugt nicht so viel Produkt auf, sondern er verteilt eher so ein bisschen. Ist eine gute Sache, aber ich muss ein bisschen ausgleichen. Och Baby, nicht so laut miauen draußen, ich komme gleich. Ich gebe mal eine kleine zweite Schicht rüber, dann lasse ich den so ein bisschen antrocknen und wir setten das Gesicht. Dazu benutze ich mein Puder einfach, kein Hexenwerk, ich gehe einfach hier so ein bisschen rüber nochmal. Und es settet dann mein Gesicht einmal, dazu nehme ich auch den Schwamm, aber einen Mikrofaserschwamm und gehe hier unter meinen Augen lang. Dann nehme ich nochmal ein loses Puder und helle das hier unter meinen Augen einfach nochmal so ein bisschen auf, lasse das auch einen Moment sitzen und dann ist das Ganze zwar gesettet, aber nicht alles so platt gebaked. Und das sieht dann eigentlich sehr, sehr schön aus. Nehme den Rest, gehe hier einfach so ein bisschen über mein restliches Gesicht und würde sagen, dass die Base eigentlich schon ziemlich gut aussieht. Ich finde, dass die Poren hier auf meiner Nase nicht mehr existent sind. Der Primer ist Hammer. Also hier ist nichts mehr zu sehen. Hier oben auf meiner Nase hält im Moment keine Foundation, weil ich selbst Bräuner benutzt habe im Gesicht. Das erste Mal seit Jahren, seit literally Jahren. Und da hält die Foundation nicht so gut. Aber, ja, ich gehe jetzt hier nochmal durch meine Augenbrauen durch. Das Problem, was ich jetzt hier sehe und was mich stört, ehrlich gesagt, ist, dass ich ein bisschen Foundation halt in den Augenbrauen habe. Es ist jetzt aber auch mein Fehler. Deswegen gehe ich jetzt mal mit einem... Ach, ich habe doch ein Augenbrauengel von Revolution. Sekunde. Ich habe hier ein Augenbrauengel von Revolution in durchsichtig. Schade, ich dachte, ich habe ein farbiges genommen, aber das wusste ich halt nicht. Das wird ein Dupe zum Benefit-Produkt sein, beziehungsweise zum Anastasia-Produkt. Und First Impression sieht einmal so aus, das ist Glas hier. Also sehr hochwertig fühlt sich das an. Ich finde generell, Revolution hat sich echt gemacht. Ich glaube, dass man das schön benutzen kann zum Schluss. Das Bürstchen ist sehr präzise, nicht so groß. Ich gehe jetzt aber nochmal mit ein bisschen Farbe rein, weil ich einfach so ein bisschen die Lücken aufgefüllt haben möchte. Und das reicht tatsächlich schon. Gefällt mir gut. Also wie gesagt, ich glaube, dass man das nach der Foundation machen sollte. Aber so sehr, sehr schön. Und jetzt, Freunde, kommen wir zu dem Highlighter, den ich euch in meinem Jeffree Star Video gezeigt habe. Das ist auch von Makeup Obsession, der Feels Boss Highlighter. Und der sieht 1:1 so aus wie der von Jeffree Star aus der neuen Bloodlust Kollektion, den man aber gar nicht nach Deutschland liefern konnte. Der war, glaube ich, exklusiv Amerika, Japan, Frankreich und Italien oder so. Und den habe ich in dem Video schon getragen. Der ist lila und der ist krass. Boop! Das ist ein super leuchtender, lilaner Highlighter, aber nicht so unangenehm lila. Also ihr könnt sehen, ich bin jetzt einmal hier raufgegangen, schöne, zarte Schicht. Wir sind hier auf meinem Kanal, deswegen... Und baue mir das so ein bisschen auf. Und das ist ein schöner, heller Highlighter, der zu diesen lilanen Looks auf jeden Fall richtig schön ist. Ich finde, es ist immer so schön, wenn man die Highlighter, wenn man es farblich zumindest ein bisschen kann, an die Augenlooks, an das Make-up anpasst. Ich würde jetzt nochmal ein bisschen Bronzer benutzen. Und schon sehe ich gleich ein kleines bisschen süßer aus. Jetzt, Freunde, kommen wir zu dem Produkt, was ich euch versprochen habe im letzten Video schon. Das ist das Dupe, vermutlich zu Jeffree Star Blue Blood Palette. Das ist das Colorbook. Revolution hat eine neue Palettenreihe, noch eine rausgebracht. Und die haben jetzt diese Colorbooks. Da sind 48 Farben drin. Krass. Weniger Geld als die von Jeffree. Die, okay, ich dachte, die ist einfach nur so schwarz. Das ist einmal das Colorbook. Okay, wow. Ach so, ist ja irre. Da ist so ein Plexiglasplatte mit drin, dass die Lidschatten nicht kaputt gehen. Und wenn ich ehrlich bin, Freunde, ach, hier oben sind die Schimmertöne und hier unten sind die matten Töne. Also wir haben einmal die Farben, die wir hier unten in matt haben, auch nochmal in schimmernd. Und wenn ich ehrlich bin, ist dieser Bereich hier so, wie ich mir die Jeffree-Palette, ehrlich gesagt, gewünscht hätte. Deswegen schminken wir damit jetzt mal einen schönen Look. Ich fange erstmal soft an und gehe in die Farbe hier unten und trage mir die hier auf. Und ich probiere jetzt so ein bisschen den Look von letzten Mal zu kopieren. Natürlich wird das nicht 1:1 gehen, aber was ich euch damit zeigen will, ist, es gibt eine günstigere Alternative zu der von Jeffree, die mehr Farbauswahl hat und ihr nicht ganz so gezwungen seid, einen bestimmten Look zu machen. Und ihr seht, die Pigmentierung ist auf jeden Fall da. Also ich bin jetzt hier einmal reingegangen und habe auf jeden Fall Pigment auf dem Auge. Es ist, wie gesagt, es ist nicht dasselbe Lila und dieselben Farben, aber die Idee dahinter war die, als ich mir die Palette ausgesucht habe, dass ich wusste, dass sie von Jeffree halt so lila angehaucht ist
und ich euch probiere, immer eine günstigere Alternative zu zeigen. Und ich habe gestern, also wenn ich das Video drehe, gestern, für euch jetzt vorgestern, euch bei der Insta-Story erzählt, was ich gestern gekauft habe für ein Video. Und zwar habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, um euch den brandheißesten Shit, den es gerade in der Beauty-Welt gibt, zu besorgen. Am Montag kann ich ihn abholen, ganz exklusiv. Ich nehme die Kamera mit. Ich muss da wahrscheinlich ein bisschen heimlich filmen, weil ich glaube, dass sie da nicht ganz so nett sind. Jetzt nochmal hier in dieses Lila hier und blende damit die Farbe hier aus. Aber ihr seht, also das ist eine schöne Palette. Die ist auch nicht so albern lila, nicht so bunt lila. Und wir haben auch eine Pastellreihe, wir haben aber auch ein bisschen was Dunkleres und wir haben vor allen Dingen noch eine rosafarbene und rote Richtung mit drin, die einfach das so ein bisschen flexibler macht und ihr mehr Möglichkeiten habt mit der Palette. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr keine Möglichkeiten mit der Jeffree-Palette habt, das klingt jetzt so, als würde ich sie schlecht machen wollen. Nee, ich möchte euch einfach nur Alternativen aufzeigen. Das ist halt meine Aufgabe hier. Ich möchte, dass ihr alles kennt, was geht. Und klar, ich kenne auch nicht alles, aber ich lerne das gerne für euch kennen. Also die arbeiten sich sehr, sehr gut, die Lidschatten. Die sind so pigmentiert, dass man sie gut verblenden und gut benutzen kann tatsächlich. Also das überrascht mich doch schon. Ich finde, Revolution wirkt ein bisschen besser. Also ja, sie hauen immer noch die Produkte raus. Ich weiß nicht, wie sie das machen, Freunde. Ich krebel hier rum mit einer Palette, die im September rausgekommen ist. Und die haben in der Zwischenzeit 3 ganze neue Marken gegründet. How? Okay, gefällt mir sehr gut. Hat ein bisschen Kickback in der Palette drin, aber finde ich jetzt nicht schlimm. Ein neuer Reim. Und ich baue mir das Lila noch ein bisschen auf und verdunkel das Ganze hier mit den Farben hier. Ich glaube, das ist ein Schwarz. Das gebe ich mir hier außen hin, einfach um hier den tiefsten Punkt zu haben. Das ist jetzt kein so intensives Lila wie die Jeffree-Palette, definitiv nicht. Aber die Idee dahinter. Komm, wir geben uns mal Mühe jetzt hier. Wo ist denn mein Cut-Crease-Pinselchen? Ich benutze dazu einfach einen Concealer. Gehe hier einmal rein. Bup. Früher hatte ich immer so Angst vor Cut Creases, ne? Und jetzt ist es für mich so einfach geworden. Also Freunde, Übung tatsächlich macht den Meister. Schaut euch mal bei meinem Instagram ein paar alte Looks an von mir, wie katastrophal die waren im Vergleich zu jetzt. Ich meine, ich finde das halt so schön, dass wir hier gemeinsam wachsen können und gemeinsam lernen können und das Ganze halt einfach irgendwie so, wir haben das gemeinsam gemacht. Wir haben mir gemeinsam Schminken beigebracht, außer den Eyeliner, da bin ich selber am Üben. Oh, da habe ich gestern eine böse Nachricht bekommen. Ich hatte eine Insta-Story gemacht. Das muss ich jetzt hier sagen, das hat mich wirklich verletzt. Ich hatte eine Insta-Story gemacht und hatte halt mit einer Palette gespielt und einfach mich so ein bisschen beschäftigt und hatte dann auch einfach einen Eyeliner gezogen. Und der war völlig in Ordnung für meine Verhältnisse. Und dann kriege ich sofort innerhalb von 20 Sekunden eine Direct-Message. Sieht aus, als hätte mein 3-jähriger Sohn das gemalt. Das fand ich schon fies. Das fand ich nett. Ich gehe jetzt mit so einem flachen Pinsel hier in dieses Rosa rein. Und hier seht ihr auch gleich direkt nebenan die Schimmertöne. Das ist die Farbe, die ich bei der Jeffree-Palette vermisst habe. So ein intensives Lila, was ich zum Ausblenden benutzen kann für hier hinten. Die Farben gehen richtig, richtig gut drauf. Ich bin jetzt nur mit diesem präzisen Pinsel hier einmal hier lang gegangen, um die Crease so ein bisschen nachzuziehen. Und das Schöne bei der Palette ist tatsächlich, dass es sehr logisch aufgebaut ist. Ich weiß, ein Look, zwei Look, drei, vier, fünf, sechs. Ich kann aber auch so gehen und kann so ein bisschen mischen. Und muss nicht ganz so viel drüber nachdenken. Und jetzt gehe ich hier in diese dunkle Farbe rein. Und die gebe ich mir hier an den Übergang. Und yes, das war die Farbe, die mir bei Jeffree gefehlt hat. An den Übergang gehe ich nochmal hier in so ein helleres Lila. Einfach damit es nicht ganz so hart ist. Aber Queen, I stand, I'm living, I'm gagging, I'm dying, I'm breathing. Wow. Jetzt hier nochmal in die matten Farben rein und blend mir das hier unten hin. Aber ich glaube, ihr könnt euch schon denken, dass das mein absoluter Favorit hier gerade ist, diese Palette. Weil es einfach super einfach ging, damit zu arbeiten. Ich 48 Farben drin habe. Nice. Nice. Ich habe auch noch was für die Lippen. Ich habe 3 Produkte. Ich habe einmal einen Lippenstift. Der ist in der Farbe Icon. Oder nehme ich den Liquid Lipstick. Der sieht so ein bisschen aus wie diese Huda Beauty Dinger, auch von der Verpackung her. Deswegen probieren wir mal den hier. Und ich habe einen Lip Liner, der ist auch in der Farbe Icon. Der passt zum Lippenstift. Ich benutze den jetzt aber für den Liquid Lipstick. Ich arbeite gerne mit Lip Linern vorher. Schönes Nude. Ganz toll. Und echt cremig, nicht so hart. Und dann kommt diese hier. Das ist so ein Lip Vinyl, kein Liquid Lipstick. Intense Shine Gloss. Yes.
Der schmeckt mega gut. Ist ein bisschen pinkig, oder? Okay, er ist sehr pink. Ich glaube, er passt nicht so zum Look gerade. Aber es fühlt sich ultra schön an auf den Lippen. Also, er zieht keine Fäden und sieht schön aus. Ich mache einmal Lashes drauf, mache den Look fertig und bin gleich wieder da. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit den neuen Produkten von Makeup Revolution. Ich habe jetzt nochmal die Liquid Lipsticks von Jeffrey drauf gemacht, einfach damit ihr diese Fantasy fühlen könnt. Der Highlighter, der Look, dieser ganze Vibe. Ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Ich spreche es nicht mehr aus. Ich glaube, das ist eindeutig. Gefällt mir richtig, richtig gut. Die Palette ist wunderschön. Das sieht sehr erwachsen aus. Das sind nicht diese leuchtenden, pinken, grellen lila Töne, sondern sehr schlicht, schön für den Alltag und alltagstauglich und im Vergleich zum anderen Video sehr anwenderfreundlich. Also es ging super, super schnell. Ihr könnt natürlich den krassen Liquid Lipstick nehmen. Ich habe den anderen jetzt abgemacht, weil das einfach zu viel war zu dem Look. Dieses Pink, es hat irgendwie nicht ganz so harmoniert. Aber ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Schreibt mir doch mal bitte euer liebstes Makeup Revolution Produkt unten in die Infobox. Ich setze euch alle Informationen einmal unten in die Infobox. Alle Produkte stehen einmal unten für euch drin. Vielen Dank an Cosmetic for Less, dass ihr mir die Produkte zur Verfügung gestellt habt. Und Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf.